Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Wir haben die letzte Folge hier in der Mine beendet. Da drüben ist ein Wachhund, der schläft. Ich habe gerade eben schon mal angefangen mit der Folge, bin aber dreimal gegen den Wachhund gestorben. Und da ich die Folge nicht gleich mit drei Toten beginnen wollte, starten wir einfach nochmal hier mit einem neuen Versuch. Aber sehr viel weiter als hier rüben bin ich nicht gekommen, also alles gut. Ich wollte es euch bloß wie immer dazu sagen. Und da geht's schon wieder los. Ich bin doch geschlichen. Ich verstehe das nicht. Wir probieren es nochmal. Wir müssen hier rüber. Wir müssen das Ding sammeln. Dann müssen wir schleichen. Die Sache ist, ich muss aufhören mit Schleichen, sobald ich bei ihm bin, weil ich muss da hochspringen. Wir können den halt leider nicht fesseln oder so. Es wäre halt cool, wenn das irgendwie gehen würde. So, jetzt springt er runter. Hat nämlich nochmal versucht, in die Wade zu beißen. Der kleine Sack. Und jetzt haben wir's. Ich bin vor uns hier beim Rüberspringen einfach abgestürzt. So, Fatoline Generator. Finde in der Mine Fatoline, um es in Betrieb zu nehmen. Lädt Generatoren auf. Haben wir. Sammle die dritte Zutat. Finde genug Mudokons. Ja, kennen wir alles schon. Jetzt müssen wir hier einmal dem Kabel folgen. Hagutmoos. Ein hartnäckiges Moos, das sich von rollenden Steinen nicht unterkriegen lässt. Man sagt, es sei eine wichtige Zutat für heilende Wirkstoffe. Damit haben wir die. Sammle die vierte Zutat, kommt jetzt. Also es wird doch immer mehr. Wir gehen erstmal wieder raus. Wir werden dann wahrscheinlich noch eine weitere Mine besuchen müssen für die vierte Zutat. Jetzt haben wir erstmal Strom. Hier auf dem Aufzug und machen uns in die Höhe. Ich glaube, das heißt, wir sollen uns beeilen, oder? Ach Gott, das war ja mal richtig schlecht. Entweder sollen wir die kaputt machen oder wir sollen drüber springen. Ich wäre eigentlich eher für drüber springen. Komm schon. Hier nochmal einen kurzen Cut an der Stelle. Ich musste einfach heftigst niesen gerade und das wollte ich euch nicht antun. Deswegen schneiden wir das mal raus und machen hier einfach weiter. Hier unten ist noch ein Kranker. Wir verstecken uns einfach vor dem, tun so, als wären wir nicht da. Ich habe keine Lust, mich um die Kranken zu kümmern. Aber hier ist nirgendwo was drin, wir können uns anscheinend nur verstecken. Ah doch, ein Kabelset. Are you as sick as you look? Yesterday I was feeling much worse. And then I got bit by a needle bat last night. Crazy as it sounds, I swear, that bite took most of my pain away for a while. If only one could bite me again. Okay. Also wissen wir ja, was wir für die vierte Zutat brauchen. Blechdose noch eingesackt und dann würde ich sagen, rein hier. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich mag die Minen nicht. Ich mag Dunkelheit nicht. Ich mag die Hunde nicht. Und alles andere mag ich auch nicht. Da unten haben wir schon wieder einen Hund. Oh komm, ich bin doch geschlichen. Wir müssen hier nochmal welches finden. Der Hundi ist hier unten. Gut, also wir müssen es erstmal hinkriegen, dass er wieder schläft. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal zurück. Hier geht's auch noch lang. Ich kann ja auch mal hier lang gucken. Dass das nächste Geheimareal ist. Nö, er kommt nicht rein. Na gut. Dann doch wieder zurück. Diesmal wecken wir den Kleinen nicht auf. Ich bin immer viel zu voreilig. Will hier lang pacen. Ah, wird er wach, wenn ich jetzt hier runterkomme? Nein, wird er nicht. Würde ich nicht unbedingt drunter durchklettern wollen, obwohl es mit Rollen eigentlich klappen könnte. Aber wir können auch mal hochspringen.
Da haben wir Sleech Guano. Als wären Sleeches nicht schon schlimm genug, musst du jetzt auch noch ihren Code mit dir rumschleppen. Könnte aber medizinischen Nutzen haben. So, und die letzte Zutat. Na, sehr gut. 5 Zutaten insgesamt. Würde ich aber gerne noch wissen, wo es hier unten weitergeht. Und schläft zum Glück noch. Denkt ihr, das klappt? Ah, ja, also das erste hat geklappt, danach nicht. Zum Glück haben wir hier oben den Checkpoint gehabt. Da müssen wir natürlich nochmal gucken gehen. Aber was bringt's? Kann hier nichts auswählen, auch nicht wieder aufstehen hier in der Mitte. Also es bringt anscheinend gar nichts, okay. Schön durch Kot gelaufen. Okay, wir chanten nochmal kurz und gucken uns den Weg vorher mal an. Drüben geht's lang, aber hier ist kein Hundi. Dort komme ich nicht dran vorbei. Also einmal hier lang. Ist doch derselbe Hundi wie... Ne, sind andere Hundis, okay. Sind doch eine Etage höher. Sah so aus, als würden wir im Kreis laufen. Zum Glück haben die einen tiefen Schlaf. Da oben gibt es noch ein Gelee Royal. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen mit Hochspringen, ansonsten haben wir die Hunde an der Backe. Okay, das haben sie nicht gehört, ein Glück. Da haben wir Fettolein, das heißt, wir können den Generator starten. Kann den aber immer noch nicht drücken. Binärschaler. Schaler, genau. Binärschalter. Ein einmalig zu betätigender Schalter für verschiedene Geräte. Dafür muss wahrscheinlich erstmal Strom anliegen. Gut. Das heißt, wir müssen entweder zurück, um den Generator erstmal anzustellen. Jetzt haben wir ja Fettolein gefunden. Ich weiß nicht, ob das eine reicht. Und dann wieder hierher. Aber da oben sah es jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn es weitergehen würde. Beziehungsweise war da ja eine Tür und die wird wahrscheinlich erst aufgehen, sobald wir diesen Schalter darunter betätigt haben. Also einmal zurück, würde ich jetzt zumindest vermuten. Beziehungsweise haben wir ja hier einen Checkpoint, das heißt, wir kommen ja sogar hier weiter. Ich dachte, hier sind wir hergekommen. Hier sind wir auch hergekommen. Also hat der Checkpoint sich nur neu aktiviert, dann wird es schon richtig sein. So, hierher und zack. Ja, hat funktioniert. Ujo. Und der Hund schläft weiter? Wirklich jetzt? Wie, das war's wohl? Nee. Ich glaube, wir müssen ganz schnell hier rüber. Nein, hier ist gar nichts. Scheiße. Ah. Mist, ich hätte gedacht... Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Muss doch einen Grund haben, dass das Teil rübergefahren ist, aber anscheinend nicht. Also da unten ging es nicht weiter. Entschuldigung. Nein, nicht schleichen, rennen. Dann halt doch eben fix wieder hier hoch. Und dann müssten wir das ja oben fertig machen können. Hier oben war nämlich auch noch so ein Ding. Sich das jetzt gerade bewegt. Ja. Yep. Wird das jetzt hier von links nach rechts? Ja. Yep.
Würde ich nochmal kurz warten, bis es wieder links dran vorbei ist. Wir uns erstmal... Mach doch. Okay, ist irgendwie nicht gedacht vom Spiel. Nee. Hier können wir uns ja dranhängen. Wenn ich von hier jetzt hier hochspringe, dann geht's. Aber hier ist tatsächlich nichts. Okay. Dann warten wir, bis es vorbei ist. Dann würde ich sagen, müssen wir uns halt echt ganz schön beeilen. Haben wir hier noch so ein Teil? Ja, ich warte mal noch einmal ab. Ah, nein. Ach, wie viel Pech kann man denn haben? Warum hat er sich denn jetzt nicht an die Ecke gehangelt? Ach, ich habe manchmal ein Glück in dem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ach, wir sind wieder an dem Standpunkt. Wir müssen nochmal den Generator aktivieren. Entschuldigung. Diesmal schaffen wir es aber. Ich bin zuversichtlich. Also fix wieder hier hoch, warten bis das Ding vorbeigefahren ist. Das ist auch manchmal ein bisschen komisch mit den Ecken. Man muss das schon echt ziemlich genau treffen. Warum schleicht er nicht? Jetzt schleicht er. Ja, da machen wir es lieber so. Gehen wir auf Nummer sicher. Ach, ich hätte auch einfach, ich musste gar nicht hier runter, das war noch ein Stück weiter links. Ach, wie ärgerlich. Ah. Das war knapp. Aber die Walze hat die beiden zum Glück zerstört. So, jetzt können wir den Schalter betätigen, jetzt geht die Tür oben auf und wir kommen hier einen Schritt weiter. Sehr gut, läuft. Fluttermetal-Gift. Entweder hat jemand sie aktiv gemolken oder dieses Zeug droppt von alleine aus den Zähnen von Fluttermetals. Beide keine reizvolle Vorstellung, kann zur Bekämpfung von Krankheiten eingesetzt werden. Wir haben die letzte Zutat, wir müssen noch mehr Mudokons finden und einen Gegenstift herstellen, genau. Ein Gegenstift, auch Tintenkiller genannt. Wir haben wahrscheinlich wieder 1 Million Sachen übersehen. Es gab ja auch das eine Geheimareal am Anfang. Aber auch hier kommen wir jetzt nicht mehr rein. Weiß nicht, ob wir dazu noch Schlüssel finden müssen. Ah, ich sehe gerade, mit der Taste Tab kann man auch schnell umstellen. Zwischen den Sachen im Inventar. Gut zu wissen. Ja, komisch. Dass wir jetzt hier nicht mehr rauskommen. Irritiert mich ein bisschen. Sieht aus, als hättest du alle Zutaten. Jetzt musst du das Gegengift also nur noch herstellen. Drücke Y, um das Herstellungsmenü zu öffnen und wähle das Gegengift aus, um mit X eine Dosis herzustellen. Während deiner Reise findest du in diesem Menü immer wieder neue und mächtigere Werkzeuge. Okay. Stelle das Gegengift her. In dem Menü ist es nicht. Oh, jetzt habe ich die Fackel wohl weggeworfen. Ist die Frage, in welchem Menü ist gemeint. Müssen wir erstmal kurz rausfinden, weil Y ist es natürlich nicht. Weil es halt die Controllersteuerung ist. Was hat er denn jetzt gemacht? Kann ich damit Gegner scannen? Das geht auch. Rot geht auch. Blau geht auch. Okay. Cool, davon weiß ich noch nichts. Hat das Spiel uns aber auch nicht gesagt. Aber ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Hier können wir... Da drüben, Gegengift. Wie komme ich da rüber? Geht mit der Maus nicht. Wähle Y. Jetzt ist die Frage... Ach, hier. Guck mal. Gegengift. Ich habe, glaube ich, nur doppelt Q gedrückt. Ja. Q normal drücken. Ist das? Und einmal drücken. Nee, gedrückt halten. Menü. Einmal drücken. Dies hier. So. Gegengift. Möchte ich gerne herstellen.
Haben wir. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Wahrscheinlich nicht. Das sind wahrscheinlich 7 Stück oder so. So viele wie Mudokons wir natürlich auch retten wollen. Jetzt ist die Tür offen, alles klar. Here you go. Try drinking this. How do you feel? Anything? I feel great. I think you've done it, Abe. You found the antidote. Can you get up? I think so. Then let's go. There's still others that need help. Ach, ist das nicht schön. Wir haben den ersten geheilt und er weint sogar vor Freude. Ab zum nächsten. Ah, jetzt haben wir... Ach cool, die laufen uns jetzt hinterher, bis wir die dann... Bis wir die dann einsetzen für ihre Arbeit. Einmal wieder raus. Was finden wir hier noch drin? Gar nichts, okay. Ja, das eine Areal, was unten zu war, haben wir jetzt in der Höhle leider übergangen. Kann natürlich sein, dass das jetzt zum Ende geöffnet gewesen wäre. So, das ist hier die Stelle, wo wir vorhin von dem Teil wegrennen mussten. So, versteckt. Bin nicht mehr da, du bist alleine. War ein Spaß. Okay. Zumindest haben wir das Geheimareal gefunden. Ich hoffe mal, dass der gut ist im Springen. Nicht, dass der uns jetzt hier abstürzt und die ganze Rettungsaktion war für umsonst. Nächster Checkpoint. Weiß nicht, müssen wir den Hebel ziehen? Kann auswählen zwischen unten und oben. Gucken mal. Hier haben wir noch einen, aber dafür brauche ich wahrscheinlich wieder Gegengift, ne? Zum Heilen halt. Entweder reicht ein Gegengift für mehrere oder wir mussten es nur einmal herstellen und können es jetzt automatisch einfach weitergeben. Wir laufen jetzt mal zurück. Ich hoffe, ich behalte irgendwie die Orientierung hier. Unten ist, ach, da unten liegt noch einer, genau. Ja, mein Freund, auch für dich. Nimm einen Schluck. Ja, I am Abe. Jeder kennt mich. Hier drüben noch. Wir versuchen natürlich alle zu retten, aber wenn es jetzt am Ende 1, 2, 3 Mudokons sind, die ich nicht finde, dann renne ich nicht nochmal die komplette Map ab, dann ist es halt so. Ich höre hier drüben noch Gehuste und Geheuchel. Oder das war einer von unseren. Legen wir das Ding jetzt auf. Dafür brauche ich 7 Mudokons. Hier ist er doch. Wie viele haben wir denn mittlerweile? Eigentlich müssten es 4 sein, ne? Ja. Bleiben die jetzt stehen oder kommen die hinterher? Ich glaube, die warten, ne? Unten ist keiner mehr, aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Das war das Anfangsgebiet. Hier ging das Ganze los, ne? Wir springen nochmal kurz hier hoch. Aber da bin ich mir relativ sicher. Hier sind wir rausgekommen, ne? Was ist denn da hinten noch Cooles? Ja, sieht auch von der Kameraeinstellung her nicht so aus, als würden wir hier weitere Mudokons finden. Dann komme ich mal wieder zurück. Da unten war auf jeden Fall keiner mehr. Den hier unten haben wir auch gerettet. Wir können jetzt nochmal... Ja, genau, hier sind wir ja lang gekommen. Und hier hinten ging es aber bloß zur Mine. Ja. In der Mine selber waren ja keine mehr drin. Das heißt, aus dem Bereich sollten wir alle haben. Also müssen wir jetzt hier hinten weiterschauen. Kommen wir noch eine Etage tiefer?
Oh nein, einer ist stehen geblieben. Wir müssen wieder hoch. Ich habe Angst, dass der dann irgendwie backt und nicht mehr da ist. Wehe, du bist jetzt weg. Wehe, du bist jetzt weg. Nein, er ist da. Komm rein. Gut, wir müssen ein bisschen warten auf die Kleinen. 5 Stück haben wir laut Anzeige unten. Hier geht's doch auch immer nur in die Mine rein, ne? Ne, wir kommen... Ah, Geheimareal. Cool. Da haben wir eine Batterie. Noch eine Batterie. Was passiert damit? Irgendwie gar nichts. In die Richtung geht's nicht weiter. Hier geht's nicht noch weiter rein, also war es das leider schon. Na gut, ein paar Batterien. Warum nicht? Und dann fahren wir mit den Kleinen wieder hoch und suchen dann in der nächsten Folge die restlichen zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.